Willkommen zurück, liebe Zocker, zum weiteren How-to-Build Minecraft-Kathedrale. Ich zeige euch gerade, dass die Kathedrale irgendwelche Schattenbugs hat, wo ich nicht weiß, warum die ständig hier auftauchen. Blöd. So, machen wir die mal gerade weg. Hallo? Geh weg. So. Der Ralf ist natürlich auch wieder mit dabei, aber der hat sich mal wieder als Türsteher verkleidet. Hi. Seid gegrüßt. Und wir haben hier schon ein bisschen was gemacht, allerdings nicht an der Kathedrale. Ihr seht, hier geht jetzt ein Weg lang, den bauen wir dann noch weiter. Da einfach mal den Weg entlang, das dauert jetzt ganz lange. Extremste Kamerafahrt und so. So. Ich folge dir einfach mal. Ich fliege einfach mal hinterher. Ralf fliegt einfach mal hinterher, meine ich. Ich fliege einfach mal voraus, wollte ich sagen. ich nehme die Abkürzung übers Grün. Böse. Kriege ich dich noch? Muss ich noch Schilder hinterstellen. Das Gras betreten ist strengstens untersagt. Ah ja, sind wir hier im England oder was? Richtig. Nein, wir sind in Irland. Ach so, okay. Fängst du schon wieder damit an? Nein, 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 nein. Und dann seht ihr hier jetzt schon mal was. Und zwar, das hier ist dann der Spawn. Weiß nicht, ob ihr den toll findet oder nicht, aber Ralf hat den mal einfach dahin gebaut. Der war mal ganz fleißig. Naja, ich habe es ja nicht alleine gemacht. Und da, wo der rote Punkt ist, da ist dann euer Spawnpoint. Und wenn ich dann irgendwann die Map mal zum Download anbiete, weil ich genug gebaut habe oder so für euch, dann könnt ihr die, also ich habe das jetzt extra so gemacht mit der Lava zum Beispiel und mit den ganzen Fackeln, wenn ihr dann in eurer Welt noch nicht die Monster aus habt, kommen die hier nicht gleich angespawnt und werdet da überrannt oder so, dann habt ihr da eure Ruhe vor und könnt dann von hier aus in Ruhe dann weitermachen. Da wird an den Weg links und rechts, oder an den Wegen links und rechts werden dann auch immer wieder regelmäßig dann die Laternen weitergemacht. Und sollte ich die Map dann zum Download bereitstellen, nicht traurig sein, wenn ich dann irgendwas weiterbaue auf der Map, weil ich werde das dann öfters mal einfach neu drunter setzen, den Link. Da ist dann wieder das Neueste mit drin. Das heißt, ihr müsstet dann praktisch die alte Map löschen und die neue dann draufziehen. Fertig. So. Das ist so das, was wir erstmal so neben der Kathedrale gemacht haben. Nebenbei, nebenher, wie auch immer. Übrigens möchte ich euch um etwas bitten, wenn ihr dann die Map zum Download habt. Diese beiden Trucks, die ihr da seht, diese kleinen LKWs, die hat Metos gebaut. Lasst die bitte stehen und macht sie nicht kaputt. Das wäre sehr traurig. Wir könnten sie ja eventuell vielleicht noch in die Protected Area schieben. Ja, aber wo sollen die denn da stehen? Gute Frage. Bauen wir eine Garage noch für später. Ja, können wir dann ja machen. Jetzt geht es ja erstmal um die Kathedrale wieder. Genau. Das war die Richtung. Immer den Weg nach. Genau, immer den Weg nach. Das mit den Wegen habe ich gemacht. Erstens, um mich selber dann irgendwann noch zurechtzufinden auf der Map. Da werden dann auch noch Schilder hingestellt, damit ich dann weiß, wo was ist. Und damit natürlich ihr, wenn ihr die Map mal zum Download kriegt, auch wisst, wo es dann lang geht, wenn ihr was sehen wollt. Da macht dann später eventuell irgendwann mal wirklich Schilder hin. Auf die verschiedenen Wege. Ich würde nur hoffen, dass der Monat bald um ist, dass hier endlich mal Fenster reinkommen. Ja, am 28. ist vorbei. So, ja, hier sendet Fenster ein. Sendet noch eine Menge Fenster ein. Ja, wir brauchen noch eine ganze Menge Einsendungen. Aber die Lichtbugs habe ich hier übrigens auch. Komisch. So, ich gehe mal in die Kathedrale. Hier hat sich schon wieder viel getan. Hier sind die Taufbecken, wollte ich gerade schon sagen. Die Becken, um sich zu kreuzigen. Da fehlt aber was, Ralf. Was, wo, wie? Wenn man da Geld reinwerfen will oder so, ne? Fehlt doch irgendwas. Ach so, ja, Moment. Wo stellen wir die am besten hin? Ich würde sagen... Am besten gleich hier links daneben oder so. Hier, so, hier. Zack. Dann müssen die sich ja voll über den Stein beugen, um sich zu kreuzigen hier. Das ist nicht so wichtig, das Spenden ist doch immer wichtiger. Ansonsten würde ich das so machen, dass man die so hinstellt. Dann kommen die da ans Becken ran, gleichzeitig haben wir links und rechts gleich den aufdringlichen Befehl, schmeiß Geld rein! Ich so. Aber vielleicht die Dinger, warte mal, kann man die nicht... So? So. Ja, super, geile Idee. Irgendwie hübscher aus. Ja. So, dann wollte ich euch die ganzen Neuerungen erzählen. Wir haben hier die ganzen Bänke schon gesetzt, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Deswegen mache ich das jetzt gerade einfach mal. Also die stehen jetzt schon alle. Ich glaube, die ersten Bänke waren zu sehen in der letzten Folge. Die haben die jetzt auf jeden Fall fertig hier. Ganz viele Reihen von Bänken. Jetzt fliege ich mal nach oben. Wuppdi, wuppdi. Ich gehe nicht die Treppen, ich fliege sie. Ich bin ein Geist. Hui. Achso, Beleuchtung ist hier schon überall. Halbwegs drin. Da kommt dann noch mehr. Aber es ist schon mal Beleuchtung da, damit es nicht so duster ist. Auch im anderen Turm ist das so. Und hier oben gibt es mittlerweile auch schon Fackelbeleuchtung, damit es heller ist. Und vor den Bänken haben wir rote Wolle gesetzt. Hier sind nämlich auch schon Bänke, wo die reicheren Leute sitzen können. Ne? Sieht man. So. Dann gibt es noch was ich dazu gebaut habe. Ich habe diesmal ein bisschen mehr vorgebaut, damit die Kathedrale halt schneller wächst. Oh, da hat Ralf sogar Spinnweben mit hingesetzt in die Ecken, so ein bisschen, oder wer war das? Das war nur die eine Ecke. Da war die Putzfrau noch nicht. Ja, böse Putzfrau. Da müssen wir dann, die kriegt dann aber diesen Monat keinen Lohn, wenn sie nicht richtig putzt. Ist ja klar, ne? Ja, das ist logisch. So, dann gibt es da hier die Treppe, die kennt ihr ja schon. Und hier, wie versprochen, meine Orgel. Also es ist nur ein Vorschlag, ihr könnt das so bauen. Ihr müsst natürlich nicht so. Ihr könnt es auch anders machen. Aber das wäre meine Orgel. Das erste zumindest. So. Ihr werdet sagen, blöd, das ist ja nur so ein dober Kasten. Hier unten hängt übrigens noch ein Kronleuchter mittlerweile dran, damit es heller ist. Das wäre dann meine Orgel, aber das war noch nicht alles. Dann gehen wir mal weiter. Der Ralf hat sich nämlich den Kopf gemacht und hat dafür gesorgt, dass der Organist, der hier spielt, tatsächlich seinen eigenen Organistenraum hat. Auf den Stuhl setzt hier und dann kann er hier die Hebel bedienen und kann da verschiedene Töne von der Orgel her einstellen und kann dann hier auf die Tasten klimpern. Und dann geht's los. Ich durfte ja keine Notenblocks verwenden. Das wurde mir ausdrücklich untersagt. Ja, das klingt furchtbar, wenn er das macht. Aber ich habe jetzt mal eine doofe Frage. Ich meine, hier drüben hast du jetzt eine Tür reingebaut. Das ist ja schön. Aber wofür? Das ja, heißt, die Tür habe ich gebaut. Hier ist es ja so. Also, das könnte so gemacht werden, wenn man so Chöre hat, die zum Beispiel singen. Dann könnten die sich zum Beispiel auch hier hinstellen, auf die Treppen zum Beispiel obendrauf. Das ist schon sehr richtig. Aber die könnten sich zum Beispiel dann auch, da muss man um den Stuhl rumgehen, hier hinten hinstellen und könnten singen als Aufstellung. Das wäre auch nicht schlecht, ne? Ich hätte da vielleicht noch eine andere Idee. Ich meine, dieser Organist, der hat ja nun elendig weiten Weg, ne? Ja. Das find's nicht. Ich meine, wenn man dann hier so eine Ecke hat hier für den vielleicht, so vielleicht. Und dann so ein Hepp. So. So. Dann kann er zumindest mal zwischendurch aufs Klo gehen. Du meinst wie heißen die? Warte mal. Ein Torfklo oder was? Ja, so eine Art Dixie für... Ja, warte mal. Da hätte ich eine Idee. Das ist lustig. Ja, passen wir es einfach mal an. So, jetzt hat er seinen Torfthron. Da kann man jetzt schön hingehen und dann... So. Dann müssen wir natürlich jetzt noch... Moment. Problem. Leichte Überschwemmung in der Kirche. Und zwar soll das Wasser da rein. Dann ist es aber kein Torfklo mehr, wenn da Wasser drin ist. Doch, stimmt. Im Torfklo ist auch Wasser, hast recht. So, dann hat er jetzt ein Torfklo hier. Hier oben kann ja auch nicht wirklich jemand was sehen, wenn er hier hinten sitzt. Nee, eigentlich nicht. Ja. Er darf halt nur nicht so laut sein. Von da drüben kann man es nur ein bisschen sehen vielleicht. Aber das ist ja dann... Der kann das ja machen, wenn keiner da ist. Gut, dann lassen wir das Torfklo jetzt einfach mal da. Naja, besser wie nix, ne? Ja, warte mal, da fällt mir noch was ein. Was der auf jeden Fall noch gebrauchen kann, was wir auch hier hinten hinstellen könnten. Warte mal. Bitte brauche ich... Und also das habe ich ja, ne? Ja. Dann brauche ich... hatte ich die nicht hier irgendwo hin? Eingesetzt. Irgendwo hatte ich die doch, glaube ich. Ich suche mir die einfach im Inventory, ist ja auch egal. Muss ich hier nicht rumfliegen. Ich hatte dann neulich, hatte ich was ganz Tolles gesehen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Falsch. Dann das... Und zwar muss der da hin. Das dann da hin. Brauche ich noch Doors. Der macht mir die Wand kaputt. Ach nee, da ist jetzt was dran. Ich dachte schon. Wie war denn das? Der hat das gemacht, dass da zwei Blöcke drin gesessen haben. Weil wenn du nämlich einen Wollblock nimmst und du setzt einen Half-Step da drunter. So, jetzt hat der liebe Herr Organist nämlich auch noch einen Schrank, wo er dann alle Bücher drin hat, wo die ganzen Musiktitel, die er spielen muss, mit Noten und allem, da hat er alles drin. Dann kann er sich da diese Noten rausholen, geht dann hier rein, packt sich das hier vorne irgendwo hin und dann kann er und kann dann spielen. Ein Organistenschrank sozusagen. Wie war denn das, dass ich zwei Items in einen Rahmen setzen kann? Das ist eine gute Frage. Das habe ich auch noch nie ausprobiert. Wusste ich gar nicht, dass das überhaupt geht, oder? Doch, das geht. Das ja, liebe Zuschauer, wenn ihr dann wisst, wie das geht, schreibt es mal in die Kommentare, weil das würde mich natürlich auch mal brennend interessieren. Ich habe das in einem Video gesehen, aber ich weiß leider nicht mehr, wie das funktioniert. Bei in einem? Ja, weil wenn du einen Half-Step und eine weiße Wolle reinsetzt, dann sieht das aus wie ein Klopapierhalter. Wie jetzt? Wie hat er das gemacht? Ja, das weiß ich nicht mehr. Das ist die gute Frage. Das geht nicht. Hä? Bei mir dreht sich das immer nur. Ja, ja. Das ist, da gibt es irgendeinen Trick zu. Ich weiß aber leider nicht mehr welchen. Oder auf irgendeine Ecke muss oder irgendwie dichter dran. Ich werde das nochmal nachgucken und ja, beim nächsten Mal würde ich sagen, ist es mit drin. Genau, und wenn jemand von euch weiß, wie das geht, dann schreibt es nochmal in die Kommentare, dann muss der Ralf da nicht so lange suchen. Genau. Das ist hier, hast du denn den Schrank mit den Noten drin, die er dann für seine Orgel braucht. Ah ja. Brauchen wir sonst noch was hier hinten für den Organisten? Nö, eigentlich nicht, ne? Nö, nicht wirklich. Doch, eine Sache könnte ich vielleicht noch versuchen. Wenn dem dann mal zu warm wird, kann er hier, dann brauchen wir hier nochmal was hin, so. Kann er sich da seine Garderobe dranhängen. Kann er sich auch selber aufhängen. Wenn er schlecht spielt, hängt er da dran. Ja, genau. Dann kann er jetzt hier seine Garderobe aufhängen. Kann das nicht irgendwie dünner sein, so ein Garderobenständer? Irgendwie gefiel mir der gerade nicht. Irgendwie doof. Warte mal, ich versuche mal was. Noch doofer jetzt. Das dann natürlich da hinten verbindet, was es nie soll. Garderobenschrank. Ja, habe ich zufällig in der Tasche gehabt. Das wäre zu groß, wenn ich das jetzt baue. Nee, dann lassen wir das mal weg. Blöde Idee. Das wäre zu groß für die Ecke hier. Dann müsste ich hier die Fackel sogar wegschlagen, damit das dahin passt. Mach's doch ganz einfach. Hm? Tack, tack. Klapp. Nein, Quatsch. Oh. Du kannst deine Jacke aufhängen. Schön, ja, stimmt. Schön. Super, man hat dann noch eine Garderobe jetzt, lohnt sich jetzt, weiß man, jetzt ist dieser Raum auch sinnvoll genutzt hier. Der hat seine Toilette da, der hat seine Garderobe da. Ne? Und dann hat er hier den Notenschrank und das reicht. Das passt. Genau. Und der Chor, der dann hier in der Kathedrale singt, der steht dann genau auf der anderen Seite. Was wollte ich euch eigentlich noch zeigen? Die Orgel habe ich. Den. Ach ja, ich habe hier noch ein riesiges Ding gebaut, wie ihr seht. Ein riesiges Teil, ey. So einen ganz, ganz, ganz großen Kronleuchter. Einfach mal, weil ich dachte, könnte passen. Können wir auch von oben auch noch mal ein bisschen Licht ins Ganze, ins Dunkel bringen. Er ist wirklich groß. Da habe ich dann hier den Goldblock, noch ein Goldblock ganz oben. Dann geht nur außenrum, immer an den äußeren Zaunteilen geht die Fackel lang. Im unteren ist auch wieder nur außenrum die Fackel. Da habe ich dann nur einen Goldblock benommen. Hier ist dann auch ein Goldblock, aber ohne die Zäune. Und dann wieder die Fackeln einfach dran. Und unten ist einfach nur noch ein Goldblock mit Zaun und da sind dann die Fackeln drauf. Das ist dann die Reihenfolge des Kronleuchters. Und der ist ganz schön groß geworden. Enorm, enorm, enorm groß. Hauptsache, du hast den richtig festgemacht, nicht, dass wenn die Glocke anfängt zu schlagen, dass das Ding unten liegt. Davon kannst du ausgehen. Wenn der Organist falsch gespielt hat, drückst du einen Knopf, geht die Glocke los, wird er erschlagen. Also doch Redstone-Schaltung. Oder er kann sich halt an seiner Garderobe erhängen gehen. Das kann er sich aussuchen. Oder er springt einfach von irgendwo hier oben, ne, vom Zaun aus, reicht über den Zaun und hups und dann ist er hin. Also, ne, so, platsch, tot. Kann er sich aussuchen, der Organist. So, was hatte ich denn noch gemacht? Hatte ich noch irgendwas gemacht? Die Feuer an den Säulen. Ah ja, die Feuer an den Säulen. Ich hatte ja gesagt, hier will ich eine andere Beleuchtung haben. Deswegen habe ich hier ja die kleinen Fackeln nicht dran gemacht. Diese Feuerbecken. Da habe ich einen Netherstein reingepackt. Der wurde einfach mit Quarztreppen hier unten eine und dann oben jeweils um die Ecken. Hinten habe ich die dann so verbunden mit der Säule. Und dann kommt da einfach Feuer oben drauf mit Feuerzeug. So soll das dann aussehen. So hatte ich mir das gedenkt, eigentlich. Und das passt auch. Licht ist genug da. Man hat hier nur noch so ein paar kleinere Schatten. Aber ich bin der Meinung, eine Kathedrale komplett ohne Schatten innen drin finde ich nicht so schön. Muss ich sagen, ist einfach so, weil es war im Mittelalter nun mal so, die Kathedrale war nicht hundertprozentig immer beleuchtet. Die muss ein bisschen dunkler sein. Ganz schön laut sind die Fackeln hier. Mhm. Sind aber auch genial, wie weit das aussieht, ey. Wahnsinn, wenn du die Strecke siehst, ne? Oh, und dann, genau, wäre ich noch dafür, dass wir als Teppich keinen bunten Teppich nehmen, sondern dass wir hier, genau, der Ralf macht schon vor, mit der passenden Wolle, dass wir hier rote Wolle draufsetzen als Weg, weil das einfach mal epischer aussieht, das ist einfach schöner. Ne? Die Obrigkeit kann auf einen roten Teppich gehen, warum denn nicht auch dann mal die Leute, die unten sitzen. Außerdem sieht Rot immer ganz gut aus, finde ich. Naja, vor allem, ich sag mal so, wenn die heiraten oder so, dann sollte man die ruhig auch schon mal vernünftig laufen lassen. Übrigens Einsendungen, ne? Wo ihr in die Fenster die Abkürzung für Satan reinmacht oder 666 oder so ein Kram, das möchte ich nicht nochmal bekommen, bitte. Weil das wird nicht bewertet und kommt auch nicht mit ins Gewinnspiel. Fällt mir gerade mal so ein, weil umgedrehte Kreuze und Sechsen und so, das brauche ich nicht. Das ist Quatsch, das hätten die da niemals so benutzt. Nie. Das ist Gotteslästerei in den Augen der mittelalterlichen Leute. So, nur mal so nebenbei kurz als Information, weil ich das nicht so nett finde, wenn man das tut. Möchte ich dann nicht nochmal sehen. Also das, sowas kommt dann nicht mit in die Wertung. Umgedrehte Kreuze, Satanszeichen, Boxköpfe und was es da nicht alles gibt. Und bei den Rest, der sich da so fleißig beworben hat, möchte ich mich bedanken. Ich habe schon genug, also nicht genug, aber kann sowieso nicht genug kriegen. Kriegen halt nie voll, ne Ralf? Ja, ja, das ist ja normal bei dir. Da muss noch viel mehr kommen, also haut da rein, was ihr könnt. Aber ich habe schon gut viele Einsendungen bekommen, was mich natürlich auch extrem freut. Ich finde das toll. Da kann ruhig noch mehr kommen, weil wie gesagt, ich kriege den Hals nie voll. Aber das, was ich da habe, das freut mich schon mal. Willst du hier vielleicht mit dem Teppich warten, bis du was hast, was du hinbaust, oder? Den Teppich setze ich schon mal hin, damit ich ungefähr dann alles... Also der kann ruhig schon gesetzt werden. Wenn der später im Weg ist, schlage ich ihn weg. Okay. Das ist nur, damit ich den schon mal habe hier. Also wenn du so gerne Teppich wegmachst und so weiter, ne? Das ist mir für mich ein Zeichen, dass du gerne renovierst. Wenn ich kreativ beim Renovieren sein darf, bin ich das immer gerne, ja, warum? Och, naja, ich hab da eventuell demnächst was zum Renovieren, dann weiß ich ja schon, wer das macht. Ich. Wenn du so gerne irgendwas hier Teppich wegmachst und so. Ja, wenn du mich abholst. Das ist kein Problem. Dann komme ich gerne rum und helfe da auch noch was mit, warum denn nicht, ne? Also ich mache das nur, den Teppich nicht komplett bis hinten zur Wand, sondern nur bis zum Ende, wo die Säulen sind, ne? Mhm. Also genau passend, achso, hat er auch schon gemacht, das ist... Super. Da drei viele ein. Er denkt immer wenigstens gut mit hier. Das musst du mal so erklären, dass das meine Frau auch versteht. Also, hatte bis jetzt in diesen Spielen an sich nicht so Probleme mit dir. Du hast eigentlich schon ganz gut gebaut. Mhm. Hier hinten mache ich dann auch nochmal ein. Weil die sagt immer, ich denke nicht mit. Ja, das mag ich bei dir. Ich muss nicht immer sagen, hier Ralf, so und so, ups, eins zu weit. So. Nee, ich glaube, das ist so, aber dass wir schon relativ gut auf einer Länge arbeiten hier. Ja. Ich denke mal, das passt schon ganz gut. Da haben wir zu weit gebaut, ne? Yep. So, jetzt ist der Teppich auf jeden Fall schon mal drin. Da sieht das Ganze noch mal besser aus, finde ich. Geil. Also ich bin ein bisschen stolz auf mich, muss ich ja sagen, auf dieses Ding hier. Jetzt bin ich natürlich am Überlegen, gebe ich euch das wirklich zum Download? Weil ich kann ja nicht kontrollieren, ob ihr es dann kaputt macht. Wieso? Nein, ist ein Scherz natürlich. Das TNT, sollte ich das jetzt noch nicht hier drunter machen? TNT? Ja, das, oh. Was, wo du sagtest, das TNT soll unter die Kirche. Nein, das sollte kein TNT unter die Kirche. Sollte nicht? Okay. Nee, nicht, dass ich wüsste. Okay, dann gehe ich lieber raus. Mach keinen Scheiß jetzt. Du hast zu mir gesagt, pack ordentlich TNT drunter. Wann habe ich denn das gesagt? Oh, das war irgendwie die Tage. Liebe Zuschauer, habt ihr irgendwann mal gesehen, dass ich zu Ralf im Video gesagt habe, mach alles mit TNT kaputt? Das war nicht im Video, das war offline. Das hätte ich dann auch gesagt. Böse, böse, böse hier. Ralf entwickelt sich zu einem zweiten Jama. Nein, 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 nein. Alles kaputt machen. Jama liebt TNT. Mhm. Eigentlich habe ich die Wand kaputt gehauen. Naja, wenn, dann wird das sowieso mit einer Redstone-Schaltung und einer elendigen Verzögerung. Also von daher. Ich bin hier dabei und baue außen gerade noch mal eben so die eine oder andere Laterne noch. Und ich baue hier in den Türmen schon mal den Teppich rein, den roten. Diese Aufnahme wird, glaube ich, ein bisschen länger. Habe ich so das Gefühl. Weil schon viel erklärt und so. Ich glaube, wir sollten erstmal diesen Part beenden und dann den nächsten aufnehmen, oder? Ich denke ja, weil sonst wird es, glaube ich, doch wirklich zu lang. Ne? Ja, genau. Da habe ich jetzt das Gefühl. Das ist jetzt, habe ich durchs ganze Bauen schon vergessen, auf die Länge meines Parts zu achten. Und wie Ralf schon sagte, bitte, bitte, bitte noch viel mehr Einsendungen. Das kann nicht schaden. Ich freue mich über jede Einsendung. Und würde mich natürlich auch mal freuen, wenn irgendwer versucht, nicht nur Fenster zu schicken, sondern auch mal den Fehler in den Videos zu finden. Da ist, wie gesagt, ein Fehler drin, der ist mit Absicht reingesetzt. Und den müsst ihr suchen und finden und das wäre auch schön, wenn ich da mal irgendwas kriegen würde. Da habe ich noch nichts bekommen. So, und damit sage ich dann erstmal Tschüss und bis zum nächsten Part. Und tschüss. Der Fehler ist übrigens nicht der Macher. Ich sage dann auch Tschüss. Der Fehler ist nicht der Macher. Tschüss.